Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Belgic Buffon, der heute für den Montag. Es könnte sein, dass die heutige Folge ein bisschen kürzer ausfällt, weil ich habe einfach null Zeit. Es tut mir wirklich sehr leid, aber ich habe echt null gar nicht Zeit. Aber ein bisschen kann ich es aufnehmen. So, genau, ich glaube, ich werde den hier selber fertig machen, weil der hat immer wieder Probleme gemacht, ne? Und das ist eigentlich relativ kacke, wenn ich jedes Mal hier hinhüpfen müsste und dann, ne? Gucken wir mal, wie lange das noch dauert, aber ich glaube, das ist eigentlich bald erledigt. Das können wir eigentlich selber machen. Komm, haben wir schon so lange nicht mehr selber gemacht. Das geht schon, ne? Und da gucken wir mal noch, was auch ganz wichtig ist, dass wir das vielleicht mit der Milch hinbekommen, damit wir noch ein bisschen Milch kaufen können. Weil dann können wir auch uns diese Sämaschine, hoppla, die Sämaschine kaufen, die wir angepeilt hatten. Moment, ich muss hier nochmal rumfahren, weil das hat er hier nicht sauber gemacht. Das hat er hier nicht sauber gemacht, liebe Leute. Das geht nicht. So, fahr ganz rechts, dass wir so links alles mitnehmen. So, ja, so läuft das. Und ja, gibt es sonst irgendwas Neues, Aktuelles? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Es kommt heute ein sehr oder ist schon erschienen, ein heute sehr interessantes Bindelbach-Video, wo der Leo und ich nochmal drüber geredet haben, über den 10.000 Abonnenten-Livestream. Das könnt ihr euch nochmal gerne angucken, wenn ihr es nicht gesehen habt. Sehr interessant. Und ja, da wird auch gesagt, ob wir das Ganze nochmal machen oder nicht. Also könnt ihr euch gerne mal reinziehen. So, hier oben sieht alles gut aus, ne? Ja, dann machen wir weg. Okay, was sieht denn eigentlich unsere Kühe? Kühe sehen eigentlich auch gut aus, ne? Gras ist, haben wir schon gemäht. Das passt. Am Hof, das ist noch nicht fertig gemäht auf alle Fälle, weil sonst hätte ich eine Meldung bekommen in der letzten Folge. Aber das ist auch kein Problem. Das kann man bei Gelegenheit auch mal fertig machen. So, fahren wir hier mal runter. Also dieser Gruber, ne? Ich glaube, es ist ein Gruber. Der macht das schon gut. Wenn man trifft, passt das. Wenn man trifft, ne? Sieht man von hier den Messer Ferguson? Ja, da unten steht er. Ja, ja. Ich glaube nicht, dass er fertig ist. Weil das wäre schon mega, mega schnell, wenn er das jetzt schon geschafft hätte. Und das glaube ich nicht, dass er wirklich das so schnell macht. So, lass mal das hier so ansetzen. Ist es eigentlich der John Deere mit dem Zwillingsreifen? Ich weiß es gar nicht. Ich müsste mal nachgucken bei Gelegenheit. Es hätte einen gegeben, der was so, wo man so Zwillingsreifen anbauen kann, ne? Der wäre auch schon geil. Das siehst du, ich fahre eine Spur, ne? Alles aus dem Winkel hier. Schlauch. Zusatzgewichte. GPS? Nee. Ich glaube, Zwillingsreifen hat er nicht. Aber ist ja nicht so schlimm, ne? Hätte ja sein können. So. Hier steht noch ein Schneidwerkswagen. Guck an. Ich habe zwar keine Ahnung, wo der Drescher... Der Drescher steht, glaube ich, ganz oben, ne? Schneidwerkswagen steht hier unten. Läuft. So. Ah, das heißt, wir schaffen das Feld in dieser Folge noch. Das ist gut. Habe ich etwas, was ich um... ja, genau, da wo der Drescher drauf steht. Das müssen wir noch grubbern. Das werde ich aber wahrscheinlich Gülle grubbern. Weil da müssen wir nicht nochmal extra hoch wegen dem Dünger. Genau, das werden wir wahrscheinlich Gülle grubbern. Das finde ich besser. Ich weiß nicht, ob ich diese Folge schaffe. Naja, ich glaube nicht, dass ich diese Folge schaffe. Wir gucken mal. So. Die Frage ist auch, was wir hier rauf machen, ne? Weil für Mais ist es eigentlich... Da drüben fehlt noch ein Stückchen, sehe ich gerade auf einem anderen Feld. Für Mais ist es eigentlich zu klein. Was ist jetzt schon wieder? Kompostbehälter. Oh, der Kompostbehälter ist voll. Das geht natürlich gar nicht. Da müssen wir dann gucken. Das ist der Rübengedöns. Rübenschnitzler. Also, der ist schon wieder voll. Also, was wir Kompost bekommen, ne? Kompost können wir auch verwenden dafür, dass wir ein bisschen, ja, zum Düngen verwenden. So, das Feld haben wir gleich fertig jetzt hier, ne? Absenken. Jawohl. So, ein Stückchen haben wir noch, das nehmen wir jetzt gleich mit. Okay, lass mal ganz kurz mal gucken. Und eine wird noch nicht fertig sein. Ja, ihr könnt ja mal die großen Felder ansehen, das wäre natürlich richtig eine geile Sache. Aber da wollte ich ja eigentlich mit dieser neuen Sämaschine arbeiten, ne? Aber da haben wir noch kein Geld für, das ist das Problem.
Wir können jetzt gerne mal gucken, was die so kostet. Weil ich habe das nicht mehr im Kopf. Das ist einfach schon zu lang her. Schauen wir mal nach. Seemaschine. Das ist diese hier. Die kostet 42.500, ne? Das hätten wir zwar, aber ich brauche den Tank vorne auch. Ne? Den brauche ich ja auch noch. Ich hoffe, dass ich die richtigen Geräte dafür reingenommen habe, weil da gibt es auch oft Streitigkeiten. Also ist nicht selbstverständlich, dass ich, dass das und das das Richtige ist, weil von dem Tank vorne gibt es ungefähr 100.000 Ausführungen. Deswegen war das gar nicht so einfach, da einen richtigen zu finden. Aber ich hoffe, das ist der, den ich jetzt mitgenommen habe. So, ich muss hier nochmal rumfahren. Guck mal an. Ja, das hat er vergessen. Also kann sich auf Kirsby einfach nicht verlassen. Das ist nun mal so. Das sollte ich aber alles mitbekommen eigentlich, ne? Ja, das ist genauso ein Streifen, den er einfach nicht gemacht hat. Schade. Richtig schade. Aber ja. Ja, hier unten auch sogar. Das geht ja gar nicht, ne? So. Okay. Absenken. So. Ich glaube, ich werde, wenn ich Gülle grubbere, dann mit einem Zubringer arbeiten, weil ich finde das eigentlich viel, viel cooler. Also wie der Holmer immer hin und her fährt und hin und her und hin und her, würde ich das eher mit einem Zubringer machen. Ich weiß nicht, ob der Zubringer funktioniert, der große, wie heißt denn der nochmal? Ich weiß es jetzt gar nicht. So, wir sind fertig. Der große, ihr wisst ja schon, was wir da haben, ne? Badam, badam, badam. Glaube nicht, ich glaube, das funktioniert nur das Kotte Universalfass. Hier, ich weiß nicht, ob dieser Fortuna, hier, dieser funktioniert. Das wäre ja unser Güllezubringer. Oder Gülle, ne? Allgemein. Aber ob der funktioniert, puh, ich weiß nicht. Also vom Tank entnehmen, ja. Aber dann in den Holmer pumpen, weiß ich nicht, ob das läuft. Das habe ich nicht getestet. Könnte ich euch gar nicht sagen. Wäre natürlich richtig geil, aber ich würde keine Wette darauf abschließen. So. Fahren wir mal wieder auf den Hof. Auf unseren schönen Hof. Können wir eigentlich mal wieder Eier suchen, ne? Weil ist schon so ewig her, dass ich mal bei den Hühnern war. Wir lassen die ganz kurz waschen. So, Mauskrabbel, komm her. So, hier steht nichts drin eigentlich, ne? Hier können wir auch was reinmachen. Hallo, guten Tag. Alter Schwede, hier sieht's aus. So, haben wir wieder alle. 44 Eier. Im Rucksack. Läuft. So. Alles wieder sauber. Das ist schön. Dann bringen wir das gute Ding noch hoch. Da gucken wir gleich nochmal zur Milch. Weil wenn sich das ausgeht, dann geht sich gleich auch eine Seemaschine aus. Aber das dauert eher. Aber das gucken wir uns jetzt gleich an. Weil einparken können wir dann immer noch, wenn der LKW schon losgefahren ist. Nee. Also seht ihr, ich habe noch gar nichts eingestellt. Einfach nur schnell das andere gemacht, weil ich bin wirklich heute unter Zeitdruck. So. Das hier können wir dann aufladen. Okay, dann ja, müssen wir ganz kurz warten, bis der voll ist. Wie viel sind die eigentlich drin? Na gut, ist schon auch was da, ne? Also ich bin dieses Schlauch, das war echt total. Das sieht richtig gut aus. Okay, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel reingehen. Knappe 22.000 oder sowas. Oder 25.000, weiß ich jetzt gar nicht. So, Vorwärtsgang rein. Und dann können wir den gleich losschicken. Dann können wir derweil den Grubber abhängen und verkaufen. Ah, nicht verkaufen. Blödsinn. Naja, der fährt schon wieder Kacke, ne? Der fährt hier schon wieder Rotze zusammen. So, jetzt fährt er richtig. So, kannst du losfahren? Ich höre den Johnny bis hierhin, ne? Bis hierhin höre ich den Johnny. So, okay. Dann können wir den parken und erstmal zum Händler hochfahren, weil ich natürlich dann die Seemaschine mitnehmen möchte. Wow, der ist ja weit gekommen. Kann man echt nicht anders sagen. Ach, diese Fahrzeuge jedes Mal, ne? So. Passt. Jetzt muss ich natürlich wieder den Johnny suchen. Johnny! Hier ist er.
Zack. Okay. Das stellen wir hier rein. Hat das Platz hier? Sehe nichts. Oh, nicht ganz. So. Läuft. Absenken. Und abkuppeln. So, das eine Gewicht lassen wir jetzt hier oben stehen, damit ich hier oben auch eins habe. Weil ich habe sonst immer die anderen unten. Ich muss immer nach unten fahren. Und da ist ja momentan Höchstbetrieb, sagen wir mal so. Mit den ganzen Rübenstützeln, was da produziert werden. Wobei das sowieso auch bald erledigt sein sollte. Und ich habe mir auch überlegt, ich werde nicht mehr so viel gleichzeitig machen, sondern ich werde eine Sache abschließen. Also eine große Sache abschließen. Das heißt, ich werde die Rüben alle schnitzeln, alle was da sind. Ich werde die Kartoffeln alle zu Schweinefutter verarbeiten. Und dann werde ich erst den nächsten Schritt wieder machen. Außer es geht sich aus, dass wir parallel gleichzeitig, ne, ein paar Sachen machen. Das weiß ich nicht. Aber ja, wenn keine Kartoffeln mehr da sind, dann kann ich auch nichts machen, ne? Und ja, dann habe ich auch mehr Trecker frei, natürlich. Ich habe nicht so viele Cursebay-Leute gleichzeitig laufen. Und also das hat eigentlich nur Vorteile, wie ich finde. Nur Vorteile. So, wir fahren hier rechts rein. So, jetzt hoffen wir mal. Ja, sehr schön. Zack, kannst du abladen. Gut, das läuft. Das heißt, Geld sollte gleich kommen. Es ist alles so just in time, ne? Der LKW steht am Entladepunkt. Ich bräuchte die Kohle eigentlich schon für die Sämaschine. So, hier haben wir schon die ersten Felder. Die ersten wunderschönen Felder, die wir damit besehen können. Ich weiß ja nicht, ob ich... Nee, ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen von dem normalen Saatgut nehmen. Ah ja, genau. Thema Krone Ultima, wenn ich gerade das Feld sehe. Die hatte ich. Tatsächlich hat ein Zuschauer geschrieben. Dankeschön dafür übrigens. Ich hatte die Maschine. Ich habe sie nicht verkauft. Aber durch das Update, das kam, habe ich natürlich gezogen. Und da ist sie verschwunden. Das heißt, ich muss sie nochmal holen. Das werdet ihr aber nicht sehen. Die wird dann einfach auf unserem Hof stehen. Sage ich jetzt einfach mal, ne? Weiß nicht, ob ich es in der nächsten Folge oder in der übernächsten Folge schaffe. Mal gucken. So, kann ich dich ankuppeln? So, ein bisschen. So, ne? Das kann ich schon mal. Das ist schon mal gut. Fehler? Keine. So, dann warten wir jetzt ein bisschen, bis die Kohle kommt. Wir können uns die mal angucken. Boah, die ist schon nice, ne? Alter Schwede. Die ist schon nice. So, können wir gleich mal gucken. Wo ist unser Schlauch? Nee? Nee? Zack. Ne? So, so passt das. Also so einigermaßen zumindest. Ja, jetzt haben wir natürlich ein Problem, dass wir warten müssen, bis die Milch ausbezahlt wird. So, du kannst wieder abfahren. Dankeschön, hast du gut gemacht. Ja, los. Und ja, wow. Genau, da fehlen noch, also 30.000 Liter haben wir reingepumpt. Die müssen noch bezahlt werden. Das kann natürlich jetzt dauern, ne? Das kann natürlich jetzt dauern. Wollt ihr das für die Zeit vorstellen? Stellen wir mal ganz kurz die Zeit vor. Ah, das ist da. Guck an. Gut, dann können wir noch den Fronttank kaufen und dann können wir morgen bereits anfangen mit dem... Ja, mit dem Drillen. Wo müssen wir... Ich muss gucken, wo wir anfangen müssen. Ich glaube hier. Aber die Kombination ist schon mal nice, ne? Das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. So, ist das hier? Oder müssen wir auf der anderen Seite? Ich weiß nicht. Ich habe nicht geguckt jetzt. Ja, hier ist, glaube ich, nichts zum Ankuppeln, ne? Wenn ich mir das so angucke hier. Nee, geht nicht. Müssen wir an der anderen Seite gucken. Mich stört gerade ein bisschen, dass ich das Buch fahren kann. Das ist schon ein bisschen, naja, gewöhnungsbedürftig, sagen wir mal so. Also, wie gerne ich diese Sämaschine jetzt ausprobieren würde, gell? Aber ich habe keine Zeit. Tut mir leid. Ich muss das auch gleich beenden. Uah! Oh, was habe ich jetzt gemacht? Das wollte ich nicht. Ah, so läuft das. So, genau. So, dann würde ich sagen, wir sind fertig für heute. Ich würde gerne noch ein bisschen testen, aber ich habe leider die Zeit nicht heute. Morgen hoffe ich, geht es wieder besser mit der Zeit. Aber wir haben das Ding jetzt schon mal gekauft, ne? Dieser Saatgutbehälter hier, die Sämaschine und diesen Schlauch hier allen drum und dran. Das läuft schon mal sehr, sehr gut. Sieht auch gut aus, wie ich finde. Ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Würde mich sehr, sehr freuen und wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge auf der Belgium Front. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag und macht's gut. Ne? Ciao, ciao.